Hallo, willkommen beim Wohnhotel Golf. Ich möchte dir was sagen. Ich bin sehr überrascht, dass so wenig Golfer einen Spiegel beim Üben verwenden. So bitte jetzt nicht gleich das Video wegklicken, weil ach, das ist ein langweiliges Thema, das ist mir alles klar. Guck unbedingt bis zum Schluss. Das ist sehr, sehr wichtig für deinen Schwung, damit du die Ebene beim Schwingen findest. Okay, so der Spiegel ist da. Und ich habe übrigens ein Eisen 4. Mit Eisen 4 übe ich sehr gerne, weil wenn ich den Ball mit diesem Schläger treffe, dann weiß ich, mein Schwung stimmt. So, da ist mein Spiegel. Ich nehme den Stand ein. Ich hole aus bis zur 9 Uhr Position. Das ist da, wo der Schläger, der Schaft parallel zum Boden ist. Und ich gucke mal, wie die Position hier ist. Das kann man perfektionieren. Das muss man einfach tun. Das kann so genauso gut wie ein Profi sein. So tu es einfach. Was ist die richtige Position? Die richtige Position ist Hände oberhalb der Fußlinie und Schlägerkopf leicht vor der Fußlinie. Das ist neutral. Das ist die Ebene. Nur warum ist das so wichtig? Nicht unbedingt, damit du einen perfekten Rückschwung hast. Nein, es ist wichtig, damit du weißt, wo du beim Abschwingen sein musst. Ich werde das gleich beim Ballschlagen umsetzen, aber vorher muss ich ein Gefühl bekommen für die Position, die ich hier haben muss. Nur diese Position ist so entscheidend, das entscheidet, wie gut ich den Ball treffe, wie gerade ich den Ball treffe und wie weit. So, die Idee ist, die Position, die ich da habe, die Position möchte ich beim Abschwingen wieder finden. So, jetzt bin ich wieder da. Die meisten Golfer sind entweder da mit dem Schläger vorne, das sind meistens die schlechtere Golfer, und dann sieht man das sehr oft bei den etwas besseren. Die Hände sind vorne, aber der Schlägerkopf ist ja hinten. So, das möchte ich wegbekommen. Ich gehe zum Golflehrer, er zeigt es mir. Aber was ist, wenn ich alleine bin? Alleine habe ich den Spiegel. So, ich gucke als erstes, wo die Position ist. Ich spüre das. Ich hole aus, komme wieder runter. Und ja, ich bin irgendwie falsch, dann korrigiere ich mich. Und dann spüre ich, wie eng mein Arm ist an der linken Brust jetzt. Und das ist eine ideale Position. Einzige Unterschiede zwischen dieser Position und Ausholen ist, dass beim Ausholen habe ich die Hüfte leicht geöffnet, Gewicht ist rechts und hier ist mein Gewicht schon links mit leicht geöffneter Hüfte. Aber hier, das ist noch ein wichtiges Thema. So, ich schlage erstmal einen Ball. Die Kamera muss aber bitte weg, eine teure Kamera. Aber ich werde noch einmal die Position spüren, die richtige. Ich muss nicht da sein, nicht da. Ah, das ist genau richtig. Hände näher. Jetzt gehe ich zum Ball und ich versuche einfach diese Position zu spüren. Und das Ergebnis wird dir sehr schnell zeigen, dass diese Übung dir wirklich viel bringt. Nur der letzte Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wenn du es schaffen kannst, die Hände in diese Position zu bekommen, dann wirst du automatisch eher den Schwung mit einer Verlagerung beginnen, mit einer leichten laterale Bewegung, statt mit einer Rotation. Nun, manche Golfer, ihr gute Golfer, müssen mit einer Drehung beginnen, aber die sind in der Minderheit. Die meisten Golfer drehen zu früh und zu früh ist zu steil. Zu steil ist Käse. Da passiert alles Mögliche beim Abschwingen. Slices, Pulls, gehackte Bälle. So, wenn du hier kommst, wirst du automatisch das tun. Eine leichte laterale Bewegung, bevor du drehst. Okay, so, ich mache jetzt den letzten Schlag. Ich gucke, ich spüre, gehe zum Ball und wiederhole diese gefühlte Position. Sehr wichtige Trainingshilfe ist dieser Spiegel. Ich hoffe, dass dein Driving Range sowas hat. Die meisten haben sowas. Nutze es bitte aus. Dann hast du sofortiges
Feedback. Sehr, sehr gut für deinen Schwung. Falls du es noch nicht gemacht hast, ich freue mich sehr, wenn du Abonnent bei Vaughn Hawtrey Golf wirst.